Hallo, mein Name ist Jim Panzer und ihr seht bzw. hört jetzt den Call of Duty Ghost Noob. Ja, das bin ich natürlich. Jim Panzer hat nach wie vor von Ghost nicht, also von Ghosts, nicht so wirklich viel Ahnung. Aber ich gebe mein Bestes, ganz ehrlich. Und auch heute habe ich wieder ein Setup mir vorschlagen lassen von einem YouTuber-Kollegen, den ihr auch kennt. Das ist nämlich Marian, also der Anti, den wir noch aus dem Padawan-Projekt kennen. Das ist einer meiner Konkurrenten in Anführungszeichen gewesen. Und der hat mir hier ein Setup vorgeschlagen. Und weil er etwas länger und etwas mehr dazu erzählt hat, will ich mich jetzt hier ein bisschen zurückhalten, denn ihr seht schon, womit ich hier gerade zocke, und er soll das mir jetzt schön erstmal selber erklären, was er sich dabei gedacht hat. Hallo lieber Jimpanse, hier ist der Anti und auch ich habe für dich heute ein neues Klassensetup für deine Call of Duty Ghosts Noob Serie. Und dabei handelt es sich um ein etwas ungewöhnlicheres Setup, etwas, was nicht viele Leute spielen, allein schon von der Waffenwahl her, aber was dafür umso mehr Spaß macht, wenn man damit richtig umgeht. Ich nenne dieses Klassensetup liebevoll Rambo des 21. Jahrhunderts, weil es durchaus Ähnlichkeiten hat mit dem, was Rambo in seinem Repertoire haben würde, allerdings mit einem etwas moderneren Touch. Welche Waffe nehmen wir natürlich mit, wenn wir so nah wie möglich am Original-Rambo bleiben wollen? Natürlich die Chainsaw, das einzige LMG, was wir lediglich aus der Hüfte feuern können und nicht in den ADS benutzen können. Und das Ganze statten wir aus mit Schnellfeuer und einem Schalldämpfer, was aus dem Ganzen, ja, den ruhigen Tod macht. Oder um es einfach noch epischer klingen zu lassen, auf Spanisch El Muerte Tranquilo. Ja, gut, lassen wir das. Als Sekundärwaffe haben wir die M9 mit einem Schalldämpfer am besten. Da kannst du so ziemlich jede Sekundärwaffe wählen, aber der Schalldämpfer ist deswegen wichtig, weil wenn du ausnahmsweise mal auf deine Sekundärwaffe zugreifst, sollte natürlich auch deine Deckung nicht auffliegen. Was die Taktikausrüstung und die Primärausrüstung angeht, da hast du eigentlich freie Wahl, obwohl ich es manchmal ganz lustig finde, speziell eine Rauchgranate als Taktikausrüstung mitzunehmen, denn die kannst du einfach irgendwo hinwerfen, mit deiner geballten Feuerkraft, die du mit der Chainsaw hast, einfach komplett durchholzen und dann den ein oder anderen Gegner wegholen. Was die Perks angeht, haben wir dabei Fingerfertigkeit und ruhige Hand, um die klaren Schwächen eines LMGs generell und auch eben der Chainsaw, die man rein aus der Hüfte feuern kann, ein bisschen zu kontern. Haben Erniedrigung dabei, um den Stealth-Aspekt ein bisschen, ja, zu unterstützen. Wir haben Plünderer dabei, denn du hast zwar 2x80 Kugeln in deinem Repertoire, aber die sind gerade mit Schnellfeuer schneller weg, als man gucken kann. Und als letztes haben wir Spieler dabei, was dir auch nochmal, ja, einfach ein Perk nach jedem Respawn dazu gibt, was hoffentlich dir auch einen gewissen Vorteil gegenüber deiner Gegner bringt. Dieses Klassensetup ist definitiv kein Run-and-Gun-Setup, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, sondern es ist ein Setup, was speziell für Maps und Modi mit Chokepoints gedacht ist, sprich Herrschaft, solange sowas wie Sprengkommando noch nicht in den normalen Listen drin ist, ist wahrscheinlich der ideale Modus, um mit diesem Ding ein bisschen defensiver zu spielen, den Sound zum eigenen Vorteil zu benutzen und ansonsten einfach die geballte Feuerkraft dazu verwenden, die Gegner mal so richtig zu rasieren. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit diesem Klassensetup wie ich und wünsche dir noch viel Erfolg mit dieser Serie. Tschaußen. Ja, vielen Dank für dieses Setup an Anti, denn ich weiß noch nicht, ob ich mich da bedanken soll oder ob ich einfach mal im Strahl kotze, denn ich versuche ja eigentlich eher gerade mich so mit den ganzen PDWs und den Sturmgewehren auseinanderzusetzen. Ich bin noch nicht an die Shotguns drangegangen und auch mit den anderen Teilen habe ich noch nicht so wirklich viel Erfahrung gesammelt. Jedenfalls ist das jetzt so mein erster Ausflug in die LMGs oder was auch immer das hier darstellen soll. Wenn man sich so ein bisschen mit Baumaschinen auskennt oder beziehungsweise mit Geräten, mit denen man richtig was kaputt machen kann vor Ort, dann sieht das hier aus wie entweder eine Kettensäge oder wie so ein fetter Presslufthammer. Ja? Also dieser spezielle Rundgriff, den man hier auf diesem Chainsaw-Teil hat, ja. Unglaublich geil sieht es eigentlich aus und unglaublich scheiße ist es bei mir in der ersten Runde damit gelaufen. Ich meine, Marian hat mich ja auch gewarnt. Also er hat ja auch gesagt, von wegen, das ist nicht so das klassische Ding, man sollte damit auch nicht so viel durch die Gegend rushen, etc. bla bla. Und das musste ich dann leider auch am eigenen Körper irgendwo erfahren. Und das hier ist eine der besseren Runden. In den anderen habe ich einfach nur direkt auf die Fresse bekommen und es hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht. Aber im späteren Verlauf lief es dann immer besser. Und das hier, wie gesagt, ist eine der Anführungszeichen besseren Runden. Ist natürlich nicht maßgeblich hierfür. Ich denke, das Setup werde ich dann nochmal später nochmal für mich entdecken beziehungsweise nochmal aufgreifen und wenn ich ein bisschen besser geworden bin, dann auch nochmal versuchen, damit rumzuradieren. Wie immer in dieser Serie fordere ich euch dazu auf, mir in die Kommentare zu schreiben, was ich hier besser machen kann, um dieses Setup vielleicht noch so ein bisschen auf meinen Spielstil zu pimpen beziehungsweise wie ihr das spielen wollen würdet. Also alles ist da erlaubt. Ich gucke mir das dann nochmal an und
werde gegebenenfalls das ein oder andere Ding da nochmal nachspielen bzw. mir nochmal anschauen. Wer jetzt sich denkt, warum hat er sich denn jetzt den Anti reingeholt? Also warum hat er mich nicht gefragt etc.? Momentan frage ich da erstmal nur so ein paar YouTuber-Kollegen, die ja offensichtlich YouTube Call of Duty-Erfahrung haben, und später gehen wir dann auch vielleicht mal bei Livestreams und so weiter auf dieses Ding ein, damit wir das so ein bisschen live anpassen können. Aber jetzt für den Moment ist das so eine Geschichte, die probiere ich halt vornehmlich mit meinen YouTuber-Kollegen aus. Also braucht mir da bitte keine direkten Setup-Vorschläge per PN oder sowas schreiben. Schreibt das bitte in die Kommentare, das ist ganz wichtig. Das lese ich mir durch, um dann zu sehen, okay, das geht eher in diese Richtung oder eher in diese Richtung. Weil daraus ziehe ich dann wiederum die Erfahrung, und ihr teilt euch dann auch der Community gegenüber mit, die dann daraus natürlich auch das ein oder andere Ding rausziehen bzw. sehen, was andere Leute da spielen. Das halte ich für extrem wichtig. Also das ist für mich auch so eine Quelle von Informationen, die mir sonst wahrscheinlich entweder verschlossen bleiben würden oder die sich viel, viel länger hinziehen würden. So, und jetzt hat der mich da mal eben so fast sogar im Sprung mit seiner scheiß Sniperwaffe da weggeholzt. Aber hier in der Wiederholung hat man gesehen, er hat mich wohl schon noch getroffen, als ich noch am Boden war. Naja, scheiß drauf. Also, das Setup hier, hätte ich wahrscheinlich viel passiver spielen müssen, deshalb hat es hier nicht für eine gute Score gereicht. Habe ich später noch mitgekriegt, muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall machen. Und jetzt zähle ich auf euch, schreibt in die Kommentare, was ihr mir da empfehlen würdet, dass ich hier verbessern könnte. Und nochmal Dankeschön an Anti, dass er mir dieses Setup vorgeschlagen hat, natürlich auch inklusive der Tonspur. Wer ihn nicht kennen sollte, guckt sich jetzt direkt im Anschluss seinen Kanal an. Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Mein Name ist Jim Panzer und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao und tschüss.